begrüße alle zu dem heutigen Vortrag. Ich freue mich so zahlreich, gerade auch die Gäste aus dem SFP. Das freut mich sehr. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich freue mich, dass Malte Wittmark hier ist. Malte Wittmark ist allgemein bekannt und ich werde ihn trotzdem vorstellen. Wir machen das jetzt nicht losgelacht. Muss hier nicht vorgestellt werden, wird hier aber vorgestellt. Malte Wittmark ist, wie die meisten wissen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 1288 und zwar da im Teilprojekt der verglichene Körperordnung in der Vielfalt der Menschen 16. bis 19. Jahrhundert. Malte Wittmark hat davor eine Masterarbeit, also Malte Wittmark hat in Bielefeld studiert und viele von uns ist auch schon sehr lange sehr präsent in diesem Kolloquium. Also ich glaube, das war nicht lange, nachdem ich hier anfing, dass auch irgendwann schon Malte Wittmark im Kolloquium war. Er hat eine sehr schöne Masterarbeit geschrieben mit dem Titel Die Körper der Türken zwischen Ähnlichkeit und Differenz zur Rolle des körperlichen Leibes in Vergleichspraktiken während des Kulturkontaktes zwischen Europa und dem Osmanischen Reich. 1553 bis 1610 sehen alle, wie sich das da weiterentwickelt hat. Was mich dabei Malte Wittmark immer einfach sehr beeindruckt, ist, wie er von dieser Masterarbeit sich immer mehr neue theoretische, konzeptionelle Bereiche erschlossen hat und mit eingebaut hat. Und ich sage ja immer, eine Doktorarbeit wird eigentlich nie so geschrieben, wie sie geplant ist. Jedenfalls eine gute. Und das, finde ich, sieht man hier ganz besonders, wie das immer wieder sich entsprechend weiterentwickelt. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind, das werden Sie sich jetzt wahrscheinlich schon denken, Körper- und Geschlechtergeschichte in der frühen Neuzeit, Kulturkontakte, Europa, Osmanisches Reich und Theorien in der Geschichtswissenschaft. Und auch hier merkt man, finde ich, schon sehr, dass du eben Soziologie als Nebenfach hattest. Und ich merke das eben selber. Ich habe Geografie und Politik gehabt und mit Soziologie ist manchmal der Zugang zu manchen soziologischen Denken doch leichter, würde ich sagen. Er hat, finde ich, dafür, dass er seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, schon viel publiziert. 2023 erscheint, das soll am 27. November erscheinen, Plausible Körper, plausible Differenzen zum Wandel des verglichenen Körpers in der Plausibilisierung der Differenz zwischen deutschsprachigen Reisenden und der Bevölkerung des Osmanischen Reiches. Wir haben etwas zur Wahrnehmung zwischen Nahrung, Kleidung und Erfahrung, auch Europa-Osmanisches Reich. Und wir haben ein Working Paper, was dabei ist, begutachtet zu werden. Es erscheint wahrscheinlich 2025 ein Aufsatz in der historischen Anthropologie über Ontologien des Körpers. Und er hat verschiedenes anderes gemacht. Was ich hier vor allen Dingen nennen möchte, ist der Blogbeitrag vom Suchen, Finden und Vergleichen Spuren des Körpers in der archivalischen Überlieferung des Haushof- und Staatsarchivs Wien. Da hältst du uns einen Vortrag über historisch-somatologische Perspektiven auf den verglichenen Körper im Kulturkontakt am Beispiel deutschsprachiger Reisen ins Osmanische Reich. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Antje, für die freundliche Einführung. Und ich möchte hier auch nochmal unterstreichen, dass das ohne deine Unterstützung alles hier gar nicht funktionieren würde. Das muss man auch immer wieder sagen, gerade mit Blick auf die Diversität. Der Forschungsreisende Carsten Niebuhr 1733 bis 1815, der an der berühmten Arabien-Expedition von 1761 bis 1767 teilnahm, berichtete, Zitat, man irret, wenn man vermutet, dass meine Reisegefährten durch ansteckende Seuchen hingerissen wurden, weil sie so bald nacheinander gestorben sind. Ich glaube vielmehr, dass wir selbst schuld an unseren Krankheiten gewesen sind und also andere sich leicht davor hüten können. Unsere Gesellschaft war zu groß, als dass wir uns frühzeitig hätten bequemen sollen, nach der Art des Landes zu leben. In verschiedenen Monaten hatten wir gar kein trinkbares, starkes Getränk erhalten können, wozu wir doch gewohnt waren. Gleichwohl aßen wir beständig Fleischspeisen, welche in allen heißen Ländern für sehr ungesund gehalten werden. Die kalte Abendluft war uns an heißen Tagen so angenehm, dass wir uns ihr zu sehr aussetzten. Auch auf die sehr merkliche Verschiedenheit der Wärme in den bergigen Gegenden und den niedrigen Ebenen hätten wir aufmerksamer sein sollen. Ich selbst bin noch beim Leben meiner Gefährten, weil ich so wie sie gerne nach europäischer Art leben wollte, einige Mal sehr krank gewesen. Aber seitdem ich bloß mit Morgenländern umgeben war und lernete, wie man sich in den heißen Ländern in Acht nehmen müsse, so reiste ich bei völliger Gesundheit und ohne viel Verdrießlichkeiten mit den Einwohnern jener Länder gehabt zu haben. Nachdem Niebuhr seine Leserin darauf hinweist, dass der Tod seiner Reisegefährten nicht durch Seuchen verursacht worden sei, stellt er zudem heraus, dass ihr Tod vermeidbar gewesen wäre. Was darauf folgt, ist ein Vergleich, bei dem Niebuhr die europäische Lebensweise und
des Landes Art zu leben mit Blick auf unterschiedliche Vergleichshinsichten ins Verhältnis setzt. So vergleicht er die beiden Lebensweisen etwa in Hinsicht auf die verwendeten Nahrungsmittel, die Temperaturbedingungen am Tag und in der Nacht, in den Bergen und in der Ebene. Dabei bemerkt er mit Blick auf die Ernährung, dass die Reisenden kein trinkbares starkes Getränk hätten bekommen können und die fleischhaltigen Speisen hätten meiden müssen, woran sie doch gewohnt waren. Das Nahrungsregime in der Kontaktzone war für sie aufgrund des Fehlens von alkoholischen Getränken ungewohnt. Gegen Ende resümierte Niebuhr, nachdem er lernte, wie man sich in diesen Ländern in Acht nehmen müsse, so reisete ich bei völliger Gesundheit. Körperbezogene Differenz erweist sich in diesem Beispiel als etwas, das keine klar unterscheidbaren Gruppen definiert, denn die Unterscheidungen bei Niebuhr wirken gradueller. Niebuhr konnte schließlich lernen, gesund zu leben, konnte sich offenbar an Ungewohntes gewöhnen. Der Appell an die Eigenverantwortung der Reisenden kann als Hinweis auf ein verändertes, aufgeklärteres Verständnis vom Körper gelesen werden. Der Hinweis auf den Einfluss der Temperaturen für die Gesundheit ist ein Verweis auf die Logiken, die mit der Humoralpathologie verknüpft sind. Doch findet sich in diesem Zitat keine direkte Erwähnung der Humoralpathologie, etwa durch Komplexionen oder Körpersäfte. Der untersuchte Vergleich verweist vielmehr auf spezifische Beziehungen von Nahrung, alkoholische Getränke oder Fleisch, Praktiken, das Sitzen an freier Luft und Einflüssen der Umgebung auf den Körper Niebuhrs und seiner Reisegefährten. Diese Aspekte markierten den Unterschied zwischen Niebuhrs Körper und jenem der in Arabien lebenden Menschen. Die Araber lebten nach des Landes Art und blieben so gesund am Leben, was auch Niebuhr konnte, nachdem er sich an die Lebensweise der Bewohnerin Arabiens gewöhnt hat. Ich möchte im Folgenden besonders die Vergleichshinsichten körperbezogener Vergleiche als analytisches Tool nutzen, um zu fragen, wie die Reisenden vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ihren Körper und körperbezogene Differenz verstanden und konzeptualisierten. Über die Vergleichshinsichten erarbeite ich die Körperkonzeption, wobei methodisch nicht nach vormodernem Rassismus oder der Übernahme von Humoralpathologie gefragt wird, wie dies in der Forschung in den letzten Jahren häufig anzutreffen war. Bekannt ist wahrscheinlich Geraldine Heng, Racism in Medieval Europe. Vielmehr soll fokussiert werden, wie eine Körperkonzeption in der spezifischen Aneignung humoralpathologischen Wissens in der Situation des Kulturkontaktes entstand. Denn selbstverständlich kann die Humoralpathologie nicht aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. Ich möchte ihr aber einen anderen Stellenwert in der Untersuchung beimessen. Für mich geht es nämlich mit Blick auf die Humoralpathologie um ein latentes Hintergrundrauschen. Denn die meisten hier untersuchten Akteure waren medizinische Laien und nahmen weder am humoralpathologischen Expertendiskurs teil, noch bezogen sie sich eben auf konkrete Aspekte innerhalb der humoralpathologischen Theorie wie Körpersäfte oder Komplexion. Selbstverständlich sind beim Bezug der Akteure auf humoralpathologisches Wissen Unterschiede zu reflektieren. Etwa traten Forschungsreisende wie Niebuhr ihre Reise mit anderen Vorkenntnissen als versklavte Soldaten an, die ebenfalls im Sample enthalten sind. Ich möchte in meinem heutigen Vortrag jedoch vor allem die verbindenden Elemente zwischen den Akteuren und die Kontinuitäten innerhalb meines Samples betonen, das besonders mit Blick auf die untersuchten Akteure äußerst heterogen ist. Damit soll deutlich werden, wie stabil die von mir untersuchten Konzeptionen im gesamten Untersuchungszeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert waren. Fragen zu den relevanten Unterschieden zwischen den untersuchten Akteuren in Hinsicht auf Körperkonzeption und humoralpathologisches Wissen erläutere ich gerne ausführlich in der Diskussion. Wird die Frage darauf verschoben, was der Körper und was körperbezogene Differenz für die Reisenden sind, geraten situative Aneignungen humoralpathologischen Wissens in den Fokus, die für eine körperhistorische Untersuchung von Kulturkontakt fruchtbar gemacht werden können. Der Vortrag orientiert sich für die Untersuchung von Körperkonzepten an der historischen Somatologie. Dazu schreibt Barbara Duden, Zitat, was die Ärzte über den Körper sagen, darf nie direkt mit dem identifiziert werden, was seine Patientinnen als ihr Fleisch und Blut erlebten, aber Rückschlüsse sind oft möglich. Das ist der Grund, warum ich die ärztliche Pathologie, das Wissen über die Krankheit, dem Soma gegenüberstelle, dem Leib, über den die Frauen klagten.
Das Forschen nach diesem Soma nenne ich Somatologie und der gilt mein historisches Interesse. Zitat Ende. Duden verweist einerseits darauf, dass der ärztliche, geschulte humoralpathologische Blick nicht mit der Wahrnehmung der Patientinnen einzusetzen ist, aber dennoch Rückschlüsse darauf möglich sind. Gleiches gilt, so möchte ich behaupten, wenn Reisende nicht über ihren eigenen Körper, sondern jenen von Mitreisenden sprachen. Berichteten Reisende über das körperliche Schicksal ihrer Gefährten, so nehme ich an, dass sie damit offenlegten, wie sie ihren eigenen Körper verstanden, aber es sind auch Rückschlüsse möglich, wie die Mitreisenden ihren Körper konzeptualisierten. Gleichzeitig handelt es sich bei den Reisenden nicht um geschulte Humoralpathologen. Die Tertia, die in den Vergleichspraktiken aufgerufen werden, verweisen nicht direkt auf Komplexion oder Säfte. Auch wenn es nicht in jedem der zitierten Beispiele um den eigenen Körper der berichtenden Reisenden geht, ist die Perspektive aus den genannten Gründen dennoch somatologisch. Die Reisenden argumentierten nicht aus der ärztlichen Pathologie heraus, sondern eigneten sich humoralpathologisches Wissen spezifisch an und verwandten, so die These, jene durch Aneignung entworfenen Begriffe und Konzepte für sich selbst und ihre Mitreisenden, die auf das Soma verweisen. Die Vergleichshinsichten oder Tertia als methodische Möglichkeit für die Erforschung von Körperkonzeption im Sinne der historischen Somatologie heranzuziehen, greift neue Impulse aus der historischen Anthropologie produktiv auf. Caroline Arni wird in ihrem wichtigen Aufsatz Nach der Kultur für eine Verschiebung der Heuristiken. Zitat: Vielmehr liegt der Akzent auf der Entwicklung alternativer Verfahren, die symmetrische Analysen und damit Beziehungen erlauben, indem sie auf der Ebene des Weltverhältnisses ansetzen und eine Heuristik der Repräsentation auf eine Heuristik der Konzeption verschieben. Die Frage ist nicht, wie Realität gegeben ist, sondern was als real an einem spezifischen Ort zu einer spezifischen Zeit existiert, wobei Existieren eine Frage davon ist, wie Menschen sich handeln zu anderen Menschen oder Nichtmenschlichem in Beziehung setzen. Zitat Ende. Diese Perspektive ist für die Frage nach Körperkonzeption deswegen besonders weiterführend, weil sie Wege sucht, Vorannahmen über Humoralpathologie ihrer theoretischen Form in den Hintergrund zu rücken. Der Schwerpunkt auf Beziehungen erlaubt schließlich, die Welt der Akteure anders in den Blick zu nehmen. Zu welchen Entitäten stellten die Akteure in ihren körperbezogenen Vergleichspraktiken Beziehungen her? Welche Tertia riefen sie auf und wie waren diese Beziehungen beschaffen? Vergleichspraktiken und insbesondere der Blick auf die Vergleichshinsichten scheint für eine solche Heuristik der Konzeption besonders illustrativ, da die Vergleichshinsichten die Beziehungen zwischen dem gewählten Komparator erst herstellen. Vergleichspraktiken als relationale Praktiken erweisen sich daher als ideal für eine Heuristik, die Beziehungen betont. Wird im Folgenden gefragt, was der Körper und was körperbezogene Differenz für Niebuhr und andere Reisende waren, wird nach den Vergleichshinsichten gefragt, über die die Reisenden Körper und körperbezogene Differenz konzipierten. Durch die Untersuchung der verwandten Tertia wird nicht nur deutlich, worin körperbezogene Differenz für die Akteure bestand und nach welcher Logik sie funktionierte, sondern auch welches Weltverhältnis sie einging. Ich möchte zur besseren Führung der Zuhörerschaft auf drei Komplexe von Vergleichshinsichten eingehen, die bei dieser Konzeption des Körpers durch die Reisenden von Bedeutung sind: Lebenszeit, Praktiken und Umwelt sowie Religion und Konfession. Ich gebe im Folgenden einen kurzen Überblick über Vergleichspraktiken und die analytischen Begrifflichkeiten, bevor ich der Konzeption des Körpers und von körperbezogener Differenz bei den Reisenden weiter nachgehe. Um Praktiken des Vergleichens zu untersuchen, wird nicht der Vergleich als Methode, sondern werden die Praktiken der vergleichenden Akteure betrachtet. Es wird danach gefragt, was Akteure tun, wenn sie vergleichen. Der Vergleich ist die grundlegende Operation zur Relationierung von Objekten. Zwei Einheiten, die Komparata, werden in Hinsicht auf ein drittes, das Tertium Comparationis, miteinander in Beziehung gesetzt, um die Komparata auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin zu befragen. Eine Gleichartigkeitsannahme, die dem Vergleich oft logisch vorausgeht und häufig implizit bleibt, ermöglicht erst die Operation des Vergleichens. So ist es etwa möglich, entgegen dem Sprichwort, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Wir können sie in Hinsicht auf ihren Vitamingehalt oder ihren Preis vergleichen. Indem sie unter der Gleichartigkeitsannahme Obstsorten subsumiert werden, werden sie vergleichbar gemacht. Durch den Fokus auf die vergleichenden Akteure kann die vermeintlich objektive Eigenschaft der Vergleiche in Frage gestellt werden. Mit dem praxiologischen Zuschnitt verweisen Praktiken des Vergleichens auf die Intentionen und Kontexte, die Akteure dazu anleiten, zwei Einheiten vergleichend in den Blick zu nehmen. Die Auswahl von Komparata und Tertia für einen Vergleich erscheint so nicht mehr natürlich, sondern, Zitat, impliziert eine gerichtete Aufmerksamkeit und Absicht, bestimmte Vergleiche überhaupt erst durchzuführen. Zitat Ende. Das Vergleichen als Praktik und nicht dem Vergleich als Methode kommt mit diesem Forschungsinteresse Aufmerksamkeit zu. Dem verwende ich für den Untersuchungsgegenstand Körper im Folgenden den Begriff des körperlichen Leibes. Mit dem Begriff des körperlichen Leibes adressiere ich zwei unterschiedliche Diskurse des Wissens über meinen Untersuchungsgegenstand. Dabei adressiert der Leib ein auf haptische Wahrnehmungsmuster und Praktiken gerichtetes Wissen über den Gegenstand, wie es vor allem im Untersuchungszeitraum anzutreffen ist. Mit dem Körperdiskurs hat sich im 19. Jahrhundert eine andere Perspektive auf den Gegenstand durchgesetzt. Im Begriff des Körpers wird vor allem auf die materiellen und messbaren Perspektiven Bezug genommen. Beide Konzepte sind aber nicht vollständig getrennt voneinander zu sehen, sondern die Materialität und die Wahrnehmung sind stets aufeinander bezogen. Um diese Verbindung der beiden Diskurse sichtbar zu machen, nutze ich den Begriff des körperlichen Leibes, wie er von der Soziologin Ulle Jäger eingeführt wurde. Bei Niebuhr wurde zudem deutlich, dass Einflüsse aus der Umgebung wie Temperaturen oder Nahrungspraktiken von Bedeutung waren. Praktiken waren für ihn zum Teil eine Reaktion auf die Umwelt der Kontaktzone. Jedoch wäre die Übernahme eines gegenwärtigen Umweltverständnisses anachronistisch. Ich möchte mich daher an einem analytischen Umweltbegriff orientieren, wie er von Bernd Hermann vorgeschlagen wurde. Hermann schreibt, Umwelt sei, Zitat, ein Einflussbereich, in den die Dinge der Umgebung eintreten, im Individuum wirken und Außenwirkung erzeugen, der aber in jedem Falle ein individueller Bereich bleibt und sich damit grundsätzlich der Erfahrbarkeit durch andere Lebewesen entzieht. Das je spezifische Lebewesen und der Raum Umwelt, in dem es sich bewegt, bilden also eine nicht vermittelbare Einheit. Die Nahrungsmittel und Temperaturen waren am Beispiel Niebuhrs jene Dinge aus der Umgebung, die auf ihn und seine Reisegefährten einwirkten. Sie waren nach Hermanns Definition Umwelt für Niebuhr. Wird im Folgenden der Begriff Umwelt verwendet, geht es immer um jene Dinge aus der Umgebung der Kontaktzone, zu denen die Reisenden durch Vergleichspraktiken in Beziehung traten. Ich verwende mit Blick auf die Orts-, Personen- und Gruppenbezeichnungen die Quellenbegriffe. Ich bin mir dabei ihrer frühneuzeitlichen Unbestimmtheit bewusst und reflektiere auch, dass Begriffe wie Mohren oder Araber diskriminierende Konnotationen aufweisen konnten. Die Bezeichnung People of Color als Ersatz scheint mir hingegen nicht passend, da es aufgrund der Unbestimmtheit des Begriffs Moor bei diesem Begriff im Untersuchungszeitraum nicht ausschließlich um die Körperfarbe ging. Die ZuhörerInnen verstehen diese Begriffe bitte stets in Anführungszeichen. Mir ist bewusst, dass diese Begriffe nie Selbstbeschreibung, sondern immer Zuschreibung der europäischen Reisenden waren. Ich verwende mit Blick auf die Reisenden kein generisches Maskulinum, sondern es handelt sich bei den Reisenden ausschließlich um männliche Akteure. Lebenszeit. Grundsätzlich folgte der körperliche Leib im Untersuchungszeitraum einer biografischen Logik. Diese Logik zu analysieren ist wichtig, um später auch die Konzeption körperbezogener Differenz zu verstehen. Der Kulturkontakt war für die Reisenden ein Bruch in der Biografie, der vor allem auch am körperlichen Leib wahrnehmbar war. Zitat, denn wischen Sie den Kuchen ab, das ist ein unter Asche gebackener Teigfladen, etlich beschmieren's mit Öl, so Sie der haben. Hat zu der Zeit meinem hungrigen Magen gar wohl geschmeckt, habe sie aber noch bis auf diese Zeit nicht verdauet, welches mir nun zu Hause kommet und oft beklagen muss. Zitat Ende. Der Apotheker Reinhold Lubenau, 1556 bis 1631, vergleicht in seinem Reisebericht aus dem 16. Jahrhundert seinen Gesundheitszustand zu unterschiedlicher Zeit und an unterschiedlichen Orten nach dem Konsum des Teigfladens. Das Tertium seines Vergleichs ist dabei die Veränderung seines Zustandes mit Blick auf Ort und Zeit.
So markiert er, dass zwischen der Einnahme des Fladens und seiner fehlgeschlagenen Verdauung einige Zeit vergangen ist, dass er den Fladen, Zitat, noch bis auf diese Zeit nicht habe verdauen können. Besonders sei ihm dies aufgefallen, weil ihm das Gefühl einer fehlgeschlagenen Verdauung nun zu Hause kommt. Etwas später in seinem Reisebericht nimmt Lubenau erneut Bezug auf den Fladen und berichtet, Zitat, und werden ferner solche Kuchen in ganz Orient gebacken, sonderlich in Afrika, da sie gar gemein seien, wie ich solcher ferner allda gedenken werde, und derselben viel warm gegessen, da mich gar wohl dabei befunden, aber nun oft in meine Magen fuhle. Zitat Ende. Auch in dieser Bezugnahme auf das Ereignis führt Lubenau einen Vergleich durch, der dieselben Komparata und Tertia aufweist. Er vergleicht seinen Gesundheitszustand zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten in Hinsicht auf dessen Veränderung nach dem Konsum des Teigfladens. Die Verdauung scheint sich über einen längeren Zeitraum nicht vollzogen zu haben. Jedoch hatte sich Lubenau während des Kulturkontaktes an die ungewohnte Nahrung gewöhnen können. Ja, er konnte sogar feststellen, dass er beim Konsum des Fladens während des Kulturkontaktes sich gar wohl dabei befunden habe. Für Lubenau konnte sich der körperliche Leib an die Gewohnheiten der Kontaktzone anpassen, konnte den Kontakt mit dem Ungewohnten nach einer gewissen Zeit ohne gravierende Gefahren überstehen. Beide Aspekte, sowohl die Gefahren, die vom Kontakt mit ungewohnten Speisen für den körperlichen Leib zu gewärtigen waren, als auch die Möglichkeit, sich mit Ungewohntem vertraut zu machen und so in eine ausgewogene Beziehung mit der Kontaktzone zu kommen, macht Lubenau in seinem Reisebericht an unterschiedlichen Stellen deutlich. So schreibt er etwa über eine zu Brotmehl verarbeitete Wurzel. Diese Wurzeln trocknen sie und machen Mehl daraus und backen Brot davon, aber der ist nicht gewohnt, dem mache es ein Reißen im Leibe, wie mir selber geschah, nachdem ich aus Vorwitz davon gegessen hatte. Zitat Ende. Lubenau verwendet den Gegensatz zwischen Gewohntem und Ungewohntem, um seine Erfahrung mit dem Mehl in ein Verhältnis zu setzen. Eine solche Konzeption bietet Raum für die Möglichkeit, dass sich der körperliche Leib gewöhnen kann. Das Reißen im Leibe ist als ein Symptom der körperlich-leiblichen Auseinandersetzung mit der Kontaktzone zu verstehen. Die biografischen Veränderungen, der Kontakt mit Ungewohntem durch den Kulturkontakt wird im körperlichen Leib spürbar, kann gar eine materielle Form, etwa die des Teigfladens, annehmen. Die Wahrnehmung des Fladens löste den Vergleich bei Lubenau aus, über den er schließlich erklären konnte, warum er den Fladen nun zu Hause wahrnahm. Für das Verständnis des inneren körperlichen Leibes im Kulturkontakt sind Vergleichspraktiken für die Reisenden essentiell, denn sie produzieren Sinn für die wahrgenommenen Regungen, verorten ihre Ursachen im vergangenen Erlebnis. Erst durch den Vergleich wird deutlich, dass der Fladen etwas war, das zur Umwelt des Osmanischen Reiches gehörte und das sich deshalb in der Heimat Lubenaus als etwas Fremdes bemerkbar machte. Bei Lubenau ist zudem interessant, dass sich Gewohntes und Ungewohntes scheinbar verkehrt hatten, denn den Fladen spürte er erst in seiner Heimat wieder. Er hatte also durch die Gewöhnung an die Nahrungsmittel in der Kontaktzone den Übergang geschafft. Erst als er wieder zu Hause war, nahm er den Fladen als etwas Fremdes, etwas Ungewohntes wahr, denn dieser Fladen gehörte zum Osmanischen Reich, aus dessen Umwelt er stammte. Lubenau schien demnach seinem eigenen Zuhause ein Stück fremd geworden zu sein. Dass sich vergangenes Erleben im körperlichen Leib materialisieren konnte, zeigt auch der Blick in den Reisebericht des Kaufmanns Ulrich Kraft. Dieser war im Osmanischen Reich kurze Zeit gefangen gewesen. Als er wieder zurückkam, stellte er schließlich fest, dass er die Nahrung aus seiner Heimat nicht verdauen könnte. Er schreibt dazu, Kund kein rechte warme Speis niesen, kein lautern Wein, mehrteil Wasser trinken, denn weil mein Magen mit viel altem Schleim aufeinander überhäuft ward, konnte ich nichts sonders essen noch trinken. Hatte bald genug, also dass ich in wenigen Tagen eines alten Medico-Doktoren Saluankana Rat müssen pflegen, der mir aus der Apotheken 2 ein Linz, den ersten, ein Störkers Arzneidrinklin den anderen Tag einzunehmen verordnet. Zitat Ende. Den Schleim in seinem Magen markiert Kraft als alten Schleim. Der herbeigerufene Arzt stellt schließlich die Ursache des Schleims fest. Zitat, weil ich lang nichts warm gegessen, zäh Wasser getrunken, habe ich viel alter zäher Schleim in mir, die man mir missallgemählich von mir lesen. Diese Stelle zeigt einen impliziten Vergleich zwischen dem Nahrungsregime, was Kraft vor seiner Reise gewohnt war,
und dem, womit er in der Gefangenschaft im Osmanischen Reich konfrontiert war. Er vergleicht die Regime in Hinsicht auf die darin verfügbaren Nahrungsmittel. Die warmen Speisen nach seiner Rückkehr und die kalten Speisen im Osmanischen Reich waren eine Veränderung. Kraft wurde durch die kalten Speisen in der Gefangenschaft mit Ungewohntem konfrontiert. Der Gegenüberstellung von warmen und stärkenden Speisen in der Heimat Krafts und kalten und weniger stärkenden Speisen in der Gefangenschaft stellen wie bei Lubenau eine Veränderung dar, die einen Bruch im Lebenslauf bedeuten. Als Komparator stehen bei Kraft das vormals Gewohnte, die warmen Speisen, und das Ungewohnte, die kalten Speisen im Osmanischen Reich. Die Folge der Konfrontation mit Ungewohntem war der Schleim im Magen Krafts, der sich dort ablagerte. Wichtig ist, dass der Schleim im Magen Krafts wie der Fladen bei Lubenau den impliziten Vergleich zwischen den Nahrungsregimen anstieß. Um die Ursache des Inneren, des Fladens oder des Schleims zu verstehen, musste die Veränderung der Ernährungsregime vergleichend herausgestellt werden. Der körperliche Leib unterlag damit einer biografischen Konzeption, die schon Barbara Duden herausgestellt hat. Der Kulturkontakt war in der Biografie der Reisenden ein Einschnitt, der mit und im körperlichen Leib erlebt wurde. Vergangene Ereignisse wie eine Gefangenschaft schlugen sich im körperlichen Leib sogar besonders drastisch materiell nieder. Praktiken und Umwelt. Der biografische Bruch, als den die Reisenden den Kulturkontakt erlebten, ist nur ein Bestandteil der Konzeption vom körperlichen Leib. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Praktiken, die aufgrund der Einwirkung der Umwelt angewandt werden mussten. Zitat: Überdies sind einige Winde den in der freien Luft Schlafenden und besonders den Europäern sehr schädlich. Und der Wundarzt auf Charezi meinte, dieses wäre die Ursache, warum so viele von den dasigen Soldaten des Morgens kaum gehen könnten, ja, dass viele gar gelähmt würden. Die Morgenländer aber haben weder vom Tau noch von schlimmen Winden etwas zu befürchten, denn sie bedecken des Nachts nicht nur den ganzen Körper, sondern auch das Gesicht. Könnten die Europäer sich dazu gewöhnen, so würden sie ebenso sicher sein. Zitat Ende. Niebuhr vergleicht in diesem Beispiel die Europäer und die Morgenländer in Hinsicht auf die unterschiedlichen Praktiken, die sie in der Nacht beim Schlafen verwandten bzw. nicht verwandten. Er kommt schließlich zu dem Schluss, könnten sich die Europäer an die in Arabien üblichen Praktiken gewöhnen, so würden sie ebenso sicher sein. Sehr deutlich lassen sich daran zwei Aspekte aufzeigen, die für die weiteren Untersuchungen von Bedeutung sind. Erstens. Körperbezogene Differenz war nicht etwas, das den arabischen oder europäischen körperlichen Leib an sich unterschied. Im Vordergrund standen vielmehr die Praktiken, mit denen ein körperlicher Leib gegen die Einwirkung der Umgebung geschützt werden wurde. Daran schließt zweitens an. Für Niebuhr war die Umgebung nicht passiv und in friedlicher Koexistenz mit dem körperlichen Leib, sondern sie konnte aktiv auf den körperlichen Leib einwirken und ihm schaden. Die Praktiken der im Zitat erwähnten Araber erwiesen sich als Schutz, als eine Antwort auf die Einwirkungen der Umwelt. Die Konzeption körperbezogener Differenz, wie sie die Reisenden entwarfen, kann nur verstanden werden, wenn auch die Umwelt der Akteure hier in Form von Winden in die Historisierung einbezogen wird. Denn bei Niebuhr zeigt sich deutlich, dass die Araber durch bestimmte Praktiken in ein ausgewogenes Verhältnis mit ihrer Umwelt gekommen waren, durch das sie sich vor Krankheit oder gar dem Tod schützen konnten. Würden die Europäer sich auch daran gewöhnen, könnten sie ebenfalls diesen Zustand erreichen. Die körperbezogene Differenz zwischen Arabern und Europäern ließ Veränderungen zu, die durch eine Gewöhnung bei den europäischen Reisenden eintreten konnte. Das Ungewohnte war vor allem das Einwirken der Umwelt auf den körperlichen Leib der Reisenden. Dies zeigte sich nicht nur bei Niebuhr, sondern auch bei den im 17. Jahrhundert ins Osmanische Reich verschleppten Soldaten Johann Wild, 1585, möglicherweise gestorben nach 1619. Wild berichtete etwa über die Einwirkung der Umwelt in Form von Hitze. Zitat: Als ich bei diesem Persianer in die 3 Monate lang war, huben meine Augen an zu schweren und brenneten und stachen mich, dass ich 3 Tage keine Arbeit tun, auch nicht sehen konnte. Solche Wehtage währeten bei 8 Tagen, danach wurde es von Tag zu Tag wieder besser mit mir, denn des Landes Art ist also, wenn einer hineinkommt, der vorher nicht darin gewesen, so muss er entweder Kopf oder Augen ausstehen. Es gibt gar viel blinde Leute zu Al-Kairo, auch in ganz Arabia.
Das aber kommt anders nirgends von her als von der großen Hitz, welche den Menschen an Kopf und Augen verderbet. Zitat Ende. Wild vergleicht hier einerseits jene, die sich bereits an die Hitze gewöhnt hatten, und jene, die vorhin nicht darin gewesen. Implizit in Hinsicht darauf, ob sie an der Augenkrankheit litten oder nicht und ob sie an die Temperaturen gewöhnt waren. Ein weiterer impliziter, damit verbundener Vergleich ist jener zwischen des Landesart und anderen von ihm bereisten Ländern in Hinsicht auf die Hitze wie auf deren Auswirkung auf die Gesundheit. Explizit beobachtet er vergleichend seinen Gesundheitszustand, wenn er feststellt, wurde es von Tag zu Tag wieder besser mit mir. Er stellte so vergleichend heraus, dass er sich an die ungewohnte Umwelt gewöhnte. Die Veränderung in Wilds körperlichem Leib war dabei kein Einzelfall, sondern des Landes Art. Auch bei Wild war demnach körperbezogene Differenz am Ungewohnten orientiert. Es war eine Vorstellung körperbezogener Differenz, die es ermöglichte, in ein ausgewogenes Verhältnis mit der Umwelt zu gelangen. Ein Übergang war möglich. Der Übergang war aber mit Risiken für die Gesundheit verbunden und beanspruchte eine gewisse Zeit. Die Tertia der Vergleiche, Gewöhnung, Auswirkung der Umwelt, zeitliche Veränderung, legen eine Konzeption körperbezogener Differenz offen, die nicht jene statischen Grenzen kannte, die aus Diskursen um rassifizierende Differenz geläufig sind. Am Beispiel Wills, aber auch Niebuhrs, der für die Übernahme arabischer Körperpraktiken bei den Reisenden plädierte, ging es um eine Konzeption körperbezogener Differenz, die überwunden werden konnte. Die biografische Logik des körperlichen Leibes, die bereits vorgestellt wurde, erweist sich dabei als besonders relevant. Denn schon bei Lubenau war zu sehen, dass ein Heimischwerden, ein Hineinwachsen in eine ausgewogene Beziehung mit der Kontaktzone für die Reisenden ins Osmanische Reich grundsätzlich möglich schien. Ähnliches schreibt der ehemalige versklavte Soldat Michael Heberer im 17. Jahrhundert über zwei nach Deutschland von seinem Reisegefährten mitgebrachten versklavten Mohren. Zitat: Es begabe sich aber, dass dem von Münster seine beiden Mohren, vielleicht aus Unlust, gemeint ist Seekrankheit, so sie auf dem Meer eingenommen oder vielmehr wegen der Änderung des Lufts und der Speis krank wurden an hitzigen Fiebern, die, weil sie aber noch keiner anderen Sprach erfahren als der mütterlichen, konnte der Arzt nicht eigentlich wissen, was ihnen mangelte. Ich verstunde noch so viel von der arabischen Sprach, dass sie groß Hauptweh und Hitz klageten. Der Arzt hielte für ratsam, dass man ihnen sollte eine Ader öffnen, damit das hitzige Geblüt von ihnen käme. Zitat Ende. Die hitzigen Fieber und das hitzige Geblüt konnten zunächst innerhalb des körperlichen Leibes wahrgenommen werden. Über die Beobachtung des körperlichen Leibes konnte dem Geblüt und dem Fieber jedoch kein Sinn abgerungen werden. Der Sinn wird durch den von Heberer durchgeführten impliziten Vergleich generiert. Das Geblüt und das Fieber hatten ihre Ursache in einer Änderung des Lufts und der Speis, einer Veränderung der Umwelt, die für beide versklavten Männer ungewohnt war. Das Ungewohnte wurde so nicht als ein unbestimmtes Gefühl beobachtet, sondern es nahm innerhalb des körperlichen Leibes eine bestimmte Form an, wie bei Lubenau oder Kraft, indem es als Fieber oder Geblüt wahrgenommen wurde, das über den Aderlass als Behandlungsmethode auch außerhalb des körperlichen Leibes sichtbar werden konnte. Das Ungewohnte, das mit dem Verlassen der vertrauten Umgebung einherging, war eine Erfahrung, die Reisenden am körperlichen Leib selbst machten. Das Ungewohnte als Fieber oder hitziges Geblüt im körperlichen Leib war die innere materielle Entsprechung dessen, was außen als nicht vertraute Umwelt wahrgenommen wurde in Form von Speise und Luft. Dass das Geblüt, Fieber oder die Lähmung als die ungewohnte Umwelt im körperlichen Leib erkannt werden konnte, erforderte Vergleiche in Hinsicht auf Veränderungen der Umwelt. Erst durch Vergleiche erhielt die im körperlichen Leib wahrgenommene Materialisierung einen Sinn, wurde eine Kontinuität zwischen der Umwelt außen und dem Geblüt oder dem Fieber im körperlichen Leib innen hergestellt. Dieser Sinn musste besonders deswegen bestehen, da Speis, Luft oder Winde sich im körperlichen Leib in Fieber oder Geblüt verwandelten. Der Zusammenhang zwischen innen und außen musste über die Kontinuität des Sinns bestehen, weil das Verhältnis von außen und innen einer materiellen Diskontinuität durch eben diese Verwandlung unterlag. Der Aderlass wurde nötig, um das Ungewohnte aus dem körperlichen Leib herauszuleiten. Diese Praxis schuf die Voraussetzung dafür, dass der körperliche Leib sich an ungewohnte Umwelten gewöhnen konnte. Die Bedeutung von Praktiken für körperbezogene Differenz lässt sich auch aus dem Reisebericht des VOC-Soldaten Jürgen Andersen erkennen.
Der schreibt, die Ausländer würden mit den Mücken in der Kontaktzone besser leben können, wenn sie nicht mit Fingern an den Stichen kratzen würden, sondern dazu übergehen würden, ein spezielles Kokosöl auf den körperlichen Leib aufzutragen. Er plädierte so ebenfalls für eine Anpassung an die im Osmanischen Reich üblichen Praktiken. Wie essentiell die Praktiken schließlich sein konnten, zeigt ein weiteres Beispiel aus Carsten Niebuhrs Reisebericht. Diese Stelle verdeutlicht, dass eine Nichtgewöhnung zum Tod führen konnte. Zitat: Sie, die Engländer, tragen hier in Bombay auch die enge europäische Kleidung, welche für diesen Himmelsstrich gar nicht bequem ist. Denn weil die verschiedenen Teile des Körpers dadurch gleichsam zusammengeschnürt werden, so hindert sie den Umlauf des Geblüts und macht uns die Hitze viel empfindlicher als den Indiern in ihren langen und weiten Kleidern. Wir sind auch gar zu sehr geneigt, uns des Abends zu viel zu entblößen und uns dadurch gefährliche Erkältungen zuzuziehen. Die Morgenländer hergegen, welche des Vormittags ein Frühstück essen und erst bei Sonnenuntergang ihre Hauptmahlzeit halten, die Fleischspeisen und starke Getränke meiden, die, wenn sie auch des Abends in freier Luft sitzen, immer ihren Kopf und die Brust auch bedeckt halten, diese sind in den heißen Ländern viel weniger Krankheiten unterworfen und erreichen oft ein hohes Alter. Zitat Ende. Niebuhr vergleicht in diesem Beispiel zwar nicht die Einwohner des Osmanischen Reiches mit den europäischen Reisenden, sondern die Indier, aber dennoch ist dieses Zitat für die Fragestellung aufschlussreich. Denn Niebuhr vergleicht beide Gruppen in Hinsicht auf bestimmte Kleidungspraktiken. Die Engländer würden häufig sterben, weil sie schlicht nicht gewohnt waren, die richtigen Praktiken aufzuführen, um in der Umwelt, diesmal in Form von Temperaturen, gesund zu bleiben. Auch würden sich die Indier beim Essen mäßig halten und alkoholische Getränke konsequent vermeiden. Der Unterschied zwischen einem englischen und einem indischen körperlichen Leib besteht daher in der Art und Weise, wie er durch bestimmte Praktiken gegen eine auf ihn einwirkende Umwelt geschützt wird. Die Konzeption des körperlichen Leibes, wie ihn die Reisenden für sich selbst oder Mitreisende entwarfen, war ein körperlicher Leib, der so hergestellt werden musste, dass er in die Umwelt der Kontaktzone passte. Die Umwelt in Form von Nahrung und Temperaturen wirkte auf den körperlichen Leib ein, versuchte ihm zu schaden. Gegen diese Einwirkung waren entsprechende Praktiken ein wirksamer Schutz. Nahmen Reisende oder auch Bewohnerinnen der Kontaktzone die diesen Schutz nicht wahr, konnte dies zum Tod führen. Religion und Konfession. Von Bedeutung war auch die Frage der Religion oder Konfession als Tertium körperbezogener Vergleiche. Der österreichische Botschafter Eugen de Busbeck berichtete im 16. Jahrhundert über eine auf der Reise erlittene Fiebererkrankung. Demnach ich nun erlassen worden, bin ich noch denselben Tag gegen morgen kommen, lang wartend, wenn das Fieber mich wird, wiederum zu seiner gewöhnlichen Zeit angreifen. Da merkte ich zuletzt, dass ich sein ledig worden war und dass das türkische Fieber nicht so keck gewesen wäre, mit mir auf der Christen Grund und Boden sich zu wagen. Davor danke ich Gott, der mich von so schwerer Reis und gefährlicher Krankheit auf ein Zeit zumal gnädiglich erlöset hatte. Das Fieber wird von Busbeck als religiös konzeptualisiert. Zumindest legt die Unterscheidung zwischen einem türkischen Fieber und dem Christengrund eine religiös konnotierte Lesart nahe. Das Fieber wird dabei nicht nur religiös konzeptualisiert, sondern auch als aktiv handelnd und aus der muslimischen Umwelt stammend. Busbeck schildert: Das Fieber würde ihn zu einer gewöhnlichen Zeit angreifen und es sei nicht so keck gewesen, sich mit ihm in die Heimat auf christliches Gebiet zu wagen. Interessant ist bei der Konzeptualisierung Busbecks, dass er mit Verweis auf den Christengrund und Boden einen Vergleich vollzieht, der auf distinkte räumliche Bereiche verweist. Bei Busbeck geht es nicht um die Überwindung oder Behandlung des Fiebers, die ein Leben in einer ausgewogenen Beziehung mit der Umwelt im Kulturkontakt ermöglicht. Hier geht es um eine klare Differenz, die sich nicht über Gewöhnung überwinden lässt. Das Fieber handelt dabei aktiv, wirkt sich auf den körperlichen Leib des reisenden Busbeck aus und zieht sich zurück, sobald er seine Heimat und damit eine christlich geprägte Umwelt erreicht. Körperbezogene Differenz kann im Kontext von Religion und Konfession als eine eindeutige Unterscheidung beschrieben werden. Religiöse Grenzen waren auch körperbezogene Grenzen. Ähnliches wusste auch Michael Heber aus seiner Gefangenschaft zu berichten. Aufgrund der oft schlechten Haftbedingungen erkrankten und starben viele der Inhaftierten. Er hob dabei jedoch hervor, Zitat: Da gab es aber keine Pflege und immer nur Wasser und Brot, aber Gott stärkte uns wunderbar, so starben an Christen von uns keine 10, an Mohren aber Schwarzen und Weißen über 40.
Der Vergleich zwischen den gefangenen Christen und den Mohren in Hinsicht auf ihre Sterblichkeit im Zuge der Haftbedingungen zeigt, dass Religion von ihm als Schutz für den körperlichen Leib verstanden wurde. Der richtigen Religion anzugehören, schützte vor Krankheit und Tod, während sich nach Ansicht Heberers eine falsche, in diesem Fall eine nicht christliche Religion, negativ auf die Widerstandsfähigkeit des körperlichen Leibes auswirkte. Auch bei dieser Konzeptualisierung zeigt sich, dass es nicht um eine jener Vergleiche geht, die Differenz zwischen Gewohntem und Ungewohntem mit einer Möglichkeit des Übergangs verfassten. Zwischen Religion und Konfession bestanden mit Blick auf den körperlichen Leib klare Grenzen, die zwar überschritten werden konnten, die aber von den Reisenden auch als Grenzen aufrechterhalten wurden. Und überschritten wurden sie eben, indem die Reisenden starben. Dass nicht nur Religion, sondern auch Konfession in dieser Unterscheidung wichtig war, zeigt ein Blick in das Reisetagebuch des Adam Werner von Crailsheim. Die Lebensdaten sind leider unbekannt, der sich 1616 einer Gesandtschaft ins Osmanische Reich als Sekretär anschloss. Zitat: Den 21. Juli 1616 verließen wir die Schiff und wurden in den Mark losiert. Diesen Abend des Herrn Oratus Leibschütz und Lakaien, einer namens Heinrich Ludwig, ein Preuß an der ungarischen Krankheit, welche, ob er wohl wegen der augsburgischen Konfession stark angefochten worden, hat er doch dieselbe ungeachtet einer großen Schwachheit nicht allein stark defendiert, sondern auch darauf bis ans Ende beständig verblieben. Zitat Ende. Die Beschreibung des Todes eines Mitreisenden birgt einen impliziten Vergleich zwischen den Konfessionen. Im Vergleich erweist sich die augsburgische Konfession nicht nur als weniger stärkend, sondern sie schwächt den körperlichen Leib in seiner Krankheitsphase zusätzlich. Denn offenbar hatte es der erkrankte Leibschütz nicht einmal im Moment einer großen Schwachheit in Erwägung gezogen, sich dem Katholizismus zuzuwenden. Die Reise war auch von Crailsheim ein Risiko, das zusätzlich noch verstärkt wurde, wenn ein Reisender der seiner Meinung nach nicht richtigen Konfession angehört. Religiöse und konfessionelle Grenzen wirkten sich auf den körperlichen Leib aus, indem sie seine Konstitution stärken oder schwächen konnten. Auch wenn explizite Bezüge zur Religion in den meisten der in meiner Studie untersuchten Reisetexte nicht auszumachen sind, ist der von Religion oder Konfession geprägte körperliche Leib dennoch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der Analyse. Denn er zeigt, dass es auch für die frühneuzeitlichen Reisen ins Osmanische Reich eine Konzeption körperbezogener Differenz gab, die ohne Übergänge und mögliche Anpassungen funktionierte. Gerade in Risikosituationen der Reise oder Gefangenschaft, in der die untersuchten Beispiele im Kontext von Religion und Konfession situiert sind, war die Gefahr hoch, nicht zu überleben und schließlich zu sterben. Hillert von Thiessen bezeichnet in seinem 2012 veröffentlichten Aufsatz das Sterbebett als wichtigste Schwelle für den Übergang vom Irdischen in das ewige Leben. Bezogen sich Reisende daher auf den körperlichen Leib im Kontext von Religion und Konfession, verband sich dies stets mit Vorstellungen vom Jenseits und der Möglichkeit eines seligen Sterbens. Dies wurde besonders bei Crailsheim deutlich, der hervorhob, dass sein Reisegefährte auch mit Blick auf seinen drohenden Tod bei seiner augsburgischen Konfession bis an sein Lebensende beständig verblieben war. Konversion zwischen Religion, aber auch zwischen Konfessionen markierten eine Grenze, bei der es für die Reisenden keine Möglichkeit des Übergangs für den körperlichen Leib zu geben schien. Hierbei ging es nicht um ein Gewöhnen, um eine Anpassung an veränderte Bedingungen der Umwelt, wie sie im Kulturkontakt öfter auftraten. Es ging um die Markierung stabiler Differenz. Gleichzeitig gilt es aber auch zu reflektieren, dass Religionsbezüge in den hier untersuchten Texten in Risikosituationen stattfanden. Erst in der Gefahr für Leib und Leben und besonders auch mit Blick auf das Leben nach dem Tod wurde Religion als Schutz und Bezugspunkt für den körperlichen Leib verstanden. Religionsbezüge müssen daher immer in ihrem konkreten Kontext analysiert werden. Kommen zu den Ergebnissen. Erstens, der körperliche Leib unterlag bei den Reisen ins Osmanische Reich einer biografischen Logik und Kulturkontakt war eine körperlich-leibliche Erfahrung mit dem Ungewohnten. Diese Konzeption körperbezogener Differenz basierte zum Teil auf dynamischeren Grenzen. Eine Gewöhnung war möglich, falls eine Krankheit überwunden wurde oder entsprechende Praktiken eingeübt wurden. Mit dem Tod als Folge einer nicht erfolgreichen Gewöhnung kannte aber auch diese Konzeption körperbezogener Differenz eindeutige Unterscheidungen zwischen Menschen. In Verbindung mit Religion oder Konfession wurden die Grenzen dagegen scharf gezogen. Hier gab es keine Möglichkeit der Gewöhnung.
Zweitens, der körperliche Leib war ein praktizierter körperlicher Leib. Er war nicht aus sich selbst heraus europäisch oder osmanisch, er musste über entsprechende Praktiken hergestellt werden. Vergleichspraktiken waren im Kulturkontakt für die Reisenden zentral, um das Aussehen anderer Menschen zu erklären oder den Vorgängen in ihrem Inneren einen Sinn zu geben. Vergleichspraktiken waren dabei zusammen mit Praktiken der Beobachtung eng verbunden. Der Blick auf die Tertia legte offen, wie die Reisenden ihren körperlichen Leib konzeptualisierten. So konnten sowohl temporal-biografische Elemente dieser Konzeption als auch die Verflochtenheit mit einer auf die Reisenden einwirkenden Umwelt über die Untersuchung von Tertia offengelegt werden. Der vorgeschlagenen historisch-somatologisch inspirierten Untersuchung des körperlichen Leibes im Kulturkontakt lassen sich auch andere Kontaktsituationen untersuchen und fragen, wie die Reisenden körperbezogene Differenz und den körperlichen Leib konzipierten. Mit einer solchen Untersuchung sind auch immer Fragen der Machtverhältnisse verbunden. So fragen ist etwa, ob der körperliche Leib und körperbezogene Differenz innerhalb kolonialer Kontaktsituationen anders konzeptualisiert wurde als durch das Ungewohnte. Anders als bei der Frage nach vormodernem oder humoralpathologischem Rassismus ist die Frage der Wahrnehmung von Machtverhältnissen durch die Untersuchung von Konzeptionen des körperlichen Leibes und körperbezogener Differenz eine offenere Forschungsfrage. Mit der Frage nach Rassismus sind asymmetrische Machtverhältnisse zugunsten europäisch-christlicher Reisender allzu häufig vorausgesetzt. Zu fragen ist aber, wie die Konzeption körperbezogener Differenz auf koloniale und nicht-koloniale Machtverhältnisse zu beziehen sind. Damit verbunden muss gefragt werden, wie sich bestimmte Machtverhältnisse auf die Konzeption körperbezogener Differenz und der Wahrnehmung der Umwelt der Kontaktzone auswirken. Dritte und letzte These. Die gewählte Perspektive unterminiert gerade die Dichotomie aus Natur und Kultur der Rassismusdebatte in der Vormoderne und versucht, die Perspektive einer Entnaturalisierung zu vermeiden. Diese Perspektive macht Umwelt und oder Natur der Historisierung erst zugänglich und legt offen, dass die Umwelt in der Kontaktzone eben nicht nur auf die Reisenden einwirkte, sondern auch auf die Bewohnerinnen der Kontaktzone. Diese Perspektive legt offen, dass das Verhältnis zwischen Ähnlichkeit und Differenz, das in den Vergleichspraktiken aufgerufen wird, nicht in fundamental unterschiedlichen körperlichen Leibern verortet wird. Sie ist mit Ausnahme von Religion und Konfession im Ungewohnten zu suchen. An diese Konzeption können Anschlussfragen wie etwa nach Machtverhältnissen gestellt werden. Dankeschön.